Jesus Christ. Okay, ich sag euch, wie es ist. Ich habe das Spiel eigentlich nur erneut angefangen, weil ich momentan Sopranos gucke. Bastard's daddy doesn't even know it yet. He knows it now. Yeah, pal. That'll do it. Come on. Let's make tracks. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Ja, aber so geht es manchmal. Manchmal fängt man Spiele oder Filme an, weil man irgendwo was anderes gesehen hat, was einen wieder daran zurückerinnern lässt. Und bei mir war es in dem Fall so, dass ich gerade halt, wie gesagt, die Sopranos gucke und irgendwie Bock hatte, mal wieder in diese Mafia-Welt einzutauchen. Und das geht natürlich am besten mit einem Videospiel. Und was wäre da besser geeignet als die berühmt-berüchtigte Mafia-Reihe? Das, was wir hier sehen, ist Mafia Teil 1, allerdings nicht das Original, denn das Original kam Anfang der 2000er raus, hat dann aber 2020 endlich ein Remake bekommen, was auch bitter nötig war, wie ich fand. Und ob das was kann, das gucken wir uns jetzt mal an. Mafia spielt in der fiktiven US-Großstadt Lost Heaven in den 1930er Jahren. Ihr übernehmt die Rolle von Tommy Angelo, einem Taxifahrer, der durch Zufall in den Krieg von zwei rivalisierenden Mafia-Familien verwickelt wird. Get up, Polly! There's a taxi here! We'll be okay! Move it! Come on! Where to? Anywhere. Fast! Tommy verhilft einer der Familien zur Flucht und bekommt als Dank dafür ein wenig Geld und das Angebot, sich immer bei Problemen an den Don wenden zu können. Tommy lehnt dieses Angebot zunächst ab, weil es ihm ein wenig zu gefährlich erscheint, nimmt es später dann aber trotzdem an, weil er merkt, dass sein Privatleben wohl nicht mehr sicher genug ist. Und wird so in die kriminellen Geschäfte der Mafia verwickelt. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right? Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal, we ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Ja, und so ist auch die Story, die ist relativ klassisch, also wer schon mal der Pate gesehen hat oder wie jetzt gesagt auch die Sopranos, der wird so ein bisschen, viel Wiedererkennungswert haben, weil natürlich Mafia sich auch an solchen Filmen und Serien orientiert hat damals bei der Erzählweise, genauso wie die Nachfolger. Und deswegen ist auch diese Geschichte hier sehr klassisch, also ihr habt wirklich das Drama um verschiedene Bandenmitglieder, die dann irgendwie, ja, die Familie hintergehen oder Leute, die einen anderen noch Geld schulden, die müssen es auftreiben oder so, aber trotzdem ist die Story wirklich gut und auch spannend erzählt. Sie wird teilweise auch in Rückblenden erzählt, also man sieht, dass Tommy wohl einiges durchgemacht hat und erzählt, wie ja, er halt zu diesem Punkt gekommen ist, wo er jetzt ist, und das alles lässt einen dann auch so vermuten, dass die ganze Geschichte sich auf ein großes Finale hinarbeitet, was es dann am Ende auch ist, und auch das ist wirklich sehr schön erzählt. Dazu tragen auch die wirklich guten englischen Sprecher dabei, die wirklich alles tun, um auch wirklich so Mafia-Gangster-mäßig rüberzukommen, und das schaffen sie auch ganz gut. Und natürlich auch die Cutscenes, die hier natürlich sehr viel besser aussehen als noch in dem Original und auch mit wirklich tollen Gesichtsanimationen überzeugen können, zumindest wie gesagt in den Cutscenes. Und das trägt auch wirklich alles noch sehr gut zu der Stimmung dazu bei. Ja, und wie gesagt, technisch ist das eigentlich gar kein Vergleich mehr zum Original, also da liegen Welten dazwischen. Aber trotzdem ist auch das Mafia Remake nicht perfekt. Ich hatte trotzdem oft relativ viele Clipping-Fehler oder auch so ein paar Bugs, aber auch manchmal so ein paar Fehler in der Belichtung, wo einfach irgendwie Schatten oder das Licht komisch gefallen ist und das sah dann alles ein bisschen merkwürdig aus. Aber an sich kann sich das Remake schon sehen lassen und es sieht auch recht hübsch aus. Das Besondere an den Mafia-Teilen war aber auch schon so ein bisschen immer das Gameplay und wie gewisse Sachen ins Spiel eingebaut wurden. Die fiktive Stadt Lost Heaven könnt ihr nämlich, wie ihr wollt, frei erkunden, so ganz GTA-mäßig. Aber das Besondere daran, oder vielleicht für manche auch das Enttäuschende daran, ist, dass die Stadt mehr so als
ein Vehikel dient oder als Kulisse, sagen wir mal so, weil es gibt in der Stadt wirklich nichts zu tun. Also es ist wirklich nicht so, dass ihr an jeder Ecke irgendwelche Fragezeichen aufploppen und ihr irgendwelche Sidequests habt, die ihr abgehen könnt oder in irgendwelche Geschäfte rein dürft oder sonstiges irgendwelchen Nebenkram machen dürft. Es ist nichts, weil das Spiel sich halt komplett auf die Hauptstory und auf die Charaktere fokussiert. Und das war für mich eigentlich mal ganz angenehm, weil ich bin ja sowieso mit Open World immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil viele ja einfach nur Open World dafür nutzen, um so viel Scheiß wie möglich in diese Welt zu packen. Und das artet dann einfach nur noch in Arbeit aus. Und den Kompromiss, den hier Mafia gegangen ist, euch zwar eine Open World zu geben, aber sich trotzdem halt komplett auf die Geschichte zu konzentrieren, fand ich einen sehr interessanten Ansatz und hat bei mir auf jeden Fall auch gut funktioniert. Der Nachteil dahin ist vielleicht, dass man dann auch nicht wirklich die Lust hat oder den Reiz, diese Stadt für sich zu erkunden, weil es halt im Prinzip nichts zu entdecken gibt. Trotzdem muss man sagen, dass gerade Lost Heaven auch wirklich sehr atmosphärisch ist und obwohl sie fiktiv ist, natürlich auch sehr stark angelehnt ist an ja, diese alten klassischen 30er-Jahre-Städte, wie man sie halt aus diesen Mafia-Filmen und so weiter kennt. Ja, es passt auf jeden Fall sehr gut da rein. Und wie ihr seht, darf man die Stadt halt entweder zu Fuß erkunden, aber man macht es natürlich hauptsächlich mit dem Auto. Und da gibt es auch viele verschiedene Fahrzeuge, alle natürlich relativ originalgetreu, was in den 30er-Jahren so auf der Straße rumgefahren ist. Und ihr bekommt während der Story dann auch so ein paar, die ihr ausprobieren dürft und fahren dürft. Ihr habt auch eine Garage, wo dann auch Autos hinzukommen, die ihr euch dann auch frei anwählen dürft, manchmal vor Missionen, die ihr dann auch farblich anpassen dürft zum Beispiel, was noch so einen kleinen Reiz gibt, da mal irgendwas anderes auszuprobieren. Aber ansonsten gibt es da auch nicht viel. Das Spiel setzt ja auch relativ viel auf Realismus, muss man sagen. Deswegen hat jedes Auto auch einen Geschwindigkeitsbegrenzer, damit sich, ja, wie gesagt, die Geschwindigkeit des Autos immer an die vorgegebene Geschwindigkeit auf der Straße hält, damit ihr kein Problem mit den Polizisten bekommt, denn sie sind nämlich dann sehr stark hinter euch her. Es gibt nämlich auch ein Fahndungssystem, ähnlich wie in den GTA-Spielen, das halt über verschiedene Sternewertungen angezeigt wird. Und je höher die Sternebewertung, desto mehr Polizei ist euch auf den Fersen und die manchmal loszuwerden, kann auch eine Herausforderung sein. Aber ihr dürft während der Fahrt zum Beispiel auch ein bisschen schießen und so und euch die damit voll im Leib halten. Aber an sich können da auch schon mal ganz spannende Verfolgungsjagden entstehen. Und das Einzige, was ihr sonst noch so in der Open World entdecken könnt, sind verschiedene Comics oder Zigarettenbilder, die ihr irgendwo findet, die aber auch keinen großen Mehrwert haben, außer dass ihr sie halt sammeln könnt. Aber es wird natürlich nicht nur rumgefahren durch die Stadt, sondern in den Missionen wird auch viel geschossen und da merkt man, dass Mafia auch ein relativ klassischer Third-Person-Shooter ist, auch mit Deckungssystem, was auch ganz gut funktioniert. Es ist alles nicht so ausgereift wie jetzt Spielen, die halt ihren Fokus darauf setzen. Aber es funktioniert alles ganz gut. Also man kommt gut in die Deckung rein, man kommt gut wieder raus. Und auch das Schusssystem, das Gunplay an sich funktioniert ganz gut, weil die Waffen auch recht wuchtig sind. Und noch dazu, dass auch ein relativ gutes Trefferfeedback hat. Der Sound der Waffen ist auch gut. Ihr dürft auch mehrere finden und tragen und so weiter. Es ist auch relativ blutig. Also da fliegen jetzt nicht irgendwie Körperteile rum oder so. Aber wenn ihr dann schon mal so einen Kopfschuss landet oder so, dann spritzt da schon ordentlich Blut und das passt ja auch ganz gut zu diesem Gewaltgrad, den so ein Mafia-Spiel haben muss. Und ja, das macht die Schießereien dann doch schon recht spaßig. Das Spiel besitzt auch ein relativ simples Nahkampfsystem. Manchmal kann es nämlich vorkommen, dass euch irgendwelche Schläge angreifen und ihr einfach gerade keine Waffe habt. Und ja, wie gesagt, das ist auch relativ simpel. Ihr könnt den Gegner halt so lange behaken, bis ihr ihn dann finishen könnt. Manchmal könnt ihr dann Angriffe von denen auch kontern. Und in ganz seltenen Fällen dürft ihr dann auch mal eine Schlagwaffe dafür benutzen. Das ist auch alles recht gut animiert. Es hätte vielleicht noch ein bisschen feiner sein können, aber an sich sieht das schon ganz gut aus. Und was man im Spiel halt lassen muss, ist, dass ich finde, dass die Missionen auch alle recht abwechslungsreich und kurzweilig sind. Also es ist jetzt nie so, dass da immer was krass anderes passiert. Im Prinzip laufen die Missionen relativ ähnlich ab, dass ihr irgendwo hinfahren müsst oder vor irgendwas fliehen oder halt Leute erschießen dürft und so weiter. Aber es findet halt immer an wirklich einzigartigen Orten statt. Und dieses ganze Grundgerüst dann mit der Story drumherum, das macht es einfach dann schon, wie gesagt, sehr kurzweilig und es langweilt auch einfach nicht. Und hat mich auf jeden Fall immer motiviert, da wirklich dran zu bleiben. Und ich wollte halt auch wissen, wie die Story weitergeht, weil man die Charaktere ja auch dann so ein bisschen besser kennenlernt und dass die Story halt auch so recht spannend macht. Ja, so viel zum Mafia Remake. Ich bin damals eingestiegen mit Teil 2 der Reihe und konnte dann Teil 1 halt damals noch nicht so wirklich spielen, weil ich die passende Konsole oder den PC nicht dafür hatte und mich das da auch noch nicht so interessiert hat. Und da war ich recht froh, dass dann halt dieses Remake kam, weil Remakes ja, besonders wenn sie gut gemacht sind, auch viel Raum zur Verbesserung
führen können. Denn ich weiß, dass das Original von Mafia zwar noch hoch angesehen ist, aber auch so ein paar Stellen hatte, die heute einfach gar nicht mehr gehen. Es gab am Anfang des Spiels oder relativ Anfang gibt es ein Autorennen, was man machen muss. Und das war, glaube ich, im Original knüppelhart. Also da muss man echt Glück haben, weil man das Rennen auch als erster gewinnen muss. Und das haben sie hier im Remake natürlich alles ein bisschen einfacher gemacht und so, dass es sich auch besser steuert und so. Deswegen bin ich da immer relativ dankbar, wenn von so alten Spielen dann noch so ein Remake erscheint. Aber an sich kann ich sagen, wer Bock hat mal wieder auf so eine gute Mafia-Story und das in Spieleform, der kann auf jeden Fall bei Mafia mal reingucken, weil wie gesagt, durch die Missionen, die immer so recht kurzweilig waren und die gut gemachte Story, bin ich da immer dran geblieben und kann deswegen der Mafia Definitive Edition, wie sie sich nennt, auch eine 8 von 10 geben und sagen, es ist wirklich ein gutes Gangsterspiel. Man darf halt nur nicht mit der Erwartung rangehen, dass man da ein neues GTA bekommt, weil das ist es halt definitiv nicht. Es ist wirklich ein Story-driven Spiel, was sich wirklich hauptsächlich auf die Geschichte und die Charaktere konzentriert und euch als Bonus quasi noch eine Fake-Open-World gibt, in der es zwar nichts zu tun gibt, die aber sehr atmosphärisch ist und viel halt zu der Story und so weiter beiträgt. Und wenn euch das alles bewusst ist, dann könnt ihr, glaube ich, mit Mafia eine echt gute Zeit haben. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir.